Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Ich bin Expertin für Büroorganisation und in diesem Video geht es um eine Thematik, auf die ich mal angesprochen wurde während eines PowerPoint-Seminars, nämlich, was machen wir eigentlich bei Farbenblinden, also Leuten, die Rot und Grün nicht unterscheiden können. Wie müssen wir da eigentlich unsere PowerPoint-Folien gestalten? Und da muss ich sagen, das Thema hat mich bisher noch nicht so sehr beschäftigt, bin ich noch nicht so intensiv mit in Berührung gekommen, habe ich mich aber mal schlau gemacht und jetzt möchte ich Ihnen 4 Möglichkeiten vorstellen, wie Sie dieses Thema ja, besser angehen. Also, was ist denn eigentlich das Problem? Es gibt so Datenvisualisierungsregeln, ne? Und da sagt man einmal, Rot und Grün sollen nicht zusammen verwendet werden. Ne? Es betrifft nicht so wahnsinnig viele Menschen. Und das Problem ist auch eher, so wie ich das verstanden habe, wenn man eine starke Rot-Grün-Sehschwäche hat. Wenn es nur gering ausgeprägt ist, kann man es trotzdem noch halbwegs unterscheiden. Aber bei einer starken Ausprägung, dann wird es schwierig. Und ja, was man immer denkt ist, Rot und Grün sollen nicht zusammen verwendet werden. Das muss aber gar nicht so sein. ja, was eben passiert ist, wenn man diese schwere Farbenblindheit hat, dann werden sowohl Rot als auch Grün als Braun wahrgenommen. Insbesondere, wenn sie ähnlich farbintensiv sind und noch schlimmer ist es letztendlich, wenn die beiden Farben sich vermischen. Aber da kommen wir nachher noch zu. Und es ist nicht nur Rot und Grün, sondern es betrifft auch Violett. Weil Violett oder Lila wird ja aus Rot und Blau gemischt. Und so passiert es halt, dass sowohl Violett als auch Blau als Blau wahrgenommen wird. Ja, und deswegen sollte man auch Violett und Blau nicht miteinander verwenden. Also das muss man auch nochmal im Hinterkopf haben. Ja, aber was können wir tun? Die Lösung, Rot und Grün nicht als einziges Unterscheidungsmerkmal verwenden. In unseren Folien, Grafiken, Diagrammen, Tabellen. Ja, dazu jetzt ein paar Beispiele. Wenn wir eine Säulengrafik haben, dann nicht so das gestalten mit einer roten und grünen Säule, sondern diese rote und grüne Säule mit einem Muster belegen. Und dann passiert nämlich Folgendes. Menschen mit dieser Farbsehschwäche nehmen es so wahr und durch das Muster können sie sehr wohl die Säulen unterscheiden. Also nur ein ganz kleiner Trick. Nehmen wir einfach zu diesen Farben noch Mustern hinzu und schon kann es jeder auch gut erkennen. Die Muster müssen jetzt natürlich auch, ich habe jetzt bewusst etwas gewählt, was sich auch stark unterscheidet, ne? Da müssen wir natürlich auch nochmal drauf achten. Was haben wir bei Balkengrafiken? Hier haben wir positive und negative Werte. Und die werden hier nicht nur dadurch dargestellt, dass die einen grün und die anderen rot sind, sondern wir haben hier diese Nulllinie. Und so kann man erkennen, auch wenn das eigentlich alles eine Farbe ist, was sind die positiven und was sind die negativen Werte. Ja, also da muss man sich eigentlich überhaupt keine Sorgen machen. Bei Tabellen habe ich jetzt auch nochmal das Beispiel, da ist einfach in einer Tabelle die Zahlen, die jetzt über 15 sind, grün hinterlegt. Und die Zahlen, die unter 10 sind, sind rot hinterlegt. Und das würde natürlich jemand mit einer Rot-Grün-Sehschwäche nicht unterscheiden können. Das wäre für ihn alles braun. Ja? Da würden ihm die Farben nicht helfen. Deswegen, ich habe es jetzt bewusst in grau gemacht, damit man es auch nochmal besser erkennt. Ja? Besser wäre, wenn Sie mit solchen Symbolen arbeiten, also ein grünen Haken und ein rotes Kreuz.
Dann haben sie auch die Farben Rot und Grün verwendet, aber das mit Symbolen verbunden. Und der andere, der das nicht gut unterscheiden kann, sieht beides in Braun, aber kann immer noch Haken und Kreuz erkennen. Kommen wir zu so einem Kreisdiagramm. Da habe ich jetzt auch einmal Rot und Grün verwendet, die beide ähnlich farbintensiv sind. Und hier habe ich Rot und Grün verwendet, aber ein helleres Grün und ein dunkleres Rot. Und das führt eben dazu, dass jemand, der das nicht gut unterscheiden kann, dass er in Abstufung von diesem Olivbraun erkennt. Aber dadurch, dass es halt hell und dunkel, kann ja sehr wohl unterschieden werden von diesen Menschen, kann das halt hier trotzdem erkennen. Ja? So, wir haben also vier Möglichkeiten. Wir können ein Muster verwenden, also die Füllfarbe, wie wir es in den Säulen hatten, nicht einfach pur, sondern mit Muster verwenden. Man kann Symbole, dieses Kreuz oder den Haken machen. Man kann hell und dunkel mehr verwenden bei der Farbabstufung von Rot und Grün. Oder eben Bereiche trennen. Das war diesen Plus und Minus. Und das sieht man hier auch nochmal an diesem Beispiel. Das ist halt schwer zu lesen, die Zahlen, die da drin sind, oder in den unteren beiden sind eher so Muster, weil diese roten und grünen Punkte ineinander übergehen und so verschwimmen. Ja, das ist selbst für Leute, die das eigentlich unterscheiden können, schon schlecht zu erkennen. Und deswegen sollte man aufpassen, dass man diese beiden Farben nicht so eng miteinander verbindet, sondern das eher ein bisschen mehr trennt. Ja, wie ist es bei Ihnen? Sind Sie mit diesem Thema auch schon mal konfrontiert worden? Oder haben Sie schon mal diese Anforderung bekommen? Mensch, es muss auch für Farbenblinde möglich sein, unsere Folien gut zu erkennen, lesbar zu machen. Ja, dann hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Vielleicht fallen Ihnen ja noch weitere Möglichkeiten ein, wie man das gut darstellen kann, auch für diese Menschen. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So verpassen Sie keinen meiner sofort umsetzbaren Tipps, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern. Melden Sie sich bitte auch zu meinem 10-Tage-Kurs an. So erhalten Sie meine 10 besten Tipps für mehr Effizienz am Arbeitsplatz.